CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beginnen heute mit den Beratungen zur deutschen Umsetzung der zweiten EU-Zahlungsdienste-Richtlinie. Wir stärken damit die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir passen den Rechtsrahmen an den technologischen Fortschritt. Wir fördern Innovation und wir sorgen für mehr Sicherheit im Zahlungsverkehr. Wir werden dazu das Aufsichtsrecht ändern, wir werden das Zivilrecht ändern. Gerade die Regelungen und die Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch werden für Verbesserungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sorgen. Die Details dazu haben gerade die parlamentarischen Staatssekretäre, Herr Dr. Meister und Herr Lange, ausgeführt. Wir werden die parlamentarischen Beratungen aber auch dazu nutzen, noch einmal auf die Auswirkungen des Kleinanlegerschutzgesetzes aus dem Jahre 2015 zu sehen, uns das im Detail anzuschauen, was die Regelungen zur Finanzierung durch Crowdfunding angeht. Da gab es eine Evaluierung durch die Bundesregierung. Die Ergebnisse daraus werden wir auch in diesem Gesetz mit einfließen lassen. Geld ist geprägte Freiheit. Das sagte der russische Schriftsteller Dostojewski bereits im 19. Jahrhundert. Das Zitat, zugegeben, ist etwas abgegriffen, wie vielleicht auch die ein oder andere Euro-Münze, die Sie heute im Portemonnaie dabei haben. Aber das Zitat stimmt noch heute. Dostojewski meinte auch keine Bitcoins, er meinte kein Giralgeld, er meinte Bargeld. Und Bargeld ist mehr als geprägte Freiheit, es ist auch gelebter Datenschutz. Jeder soll auch weiterhin frei entscheiden können, ob er lieber bar oder bargeldlos bezahlt. Die Freiheit des Bargeldverkehrs ist uns sehr wichtig. Gerade wer online einkauft, kommt am bargeldlosen Zahlungsverkehr aber nicht vorbei. Egal ob am Computer, über Smartphone, per App, auf anderem Wege, innovative Unternehmen haben für jede Menge technischen Fortschritt gesorgt. Es gibt viele neue Dienstleister, die bisher in einem aufsichtsrechtlichen Graubereich tätig waren. Das ändern wir jetzt. Wir sorgen für eine Aufsicht durch die BaFin. Auch im Übrigen stärken wir mit dem Gesetz den Verbraucherschutz und die Sicherheit bei bargeldlosen Zahlungen. Wer häufig online einkauft oder bucht, der kennt den Begriff Zahlungsmittelentgelt. Und gerade der sorgt für viel Frust bei Kundinnen und Kunden und für Zusatzkosten. Herr Dr. Schick von den Grünen hat gerade das am Beispiel einer Flugbuchung deutlich gemacht. Ich mache das mal am Beispiel einer Bahnkartenbuchung. Wie läuft das ab? Man sucht sich eine Bahnverbindung, man schaut, zu welcher Uhrzeit man fahren möchte, man durchforstet mehrere Ticketoptionen, man sucht sich einen Sitzplatz aus in einem bestimmten Abteil, man gibt seine persönlichen Daten ein, seinen Namen, seine Adresse. Und ganz am Ende, nachdem man alles mühsam eingegeben hat, stellt man fest, wenn man mit einer Kreditkarte bezahlt, wird es teuer. Man wird zur Kasse gebeten bei Bahnfahrten bis zu 3 €. Bei Flugbuchungen können das, da ergänze ich den Kollegen Dr. Schick gerne, können das schnell 10 €, 20 € oder noch mehr werden. Bei Hotelbuchungen oder im Onlinehandel ist das oft ähnlich. Wir machen damit nun Schluss. Bei Zahlungen per Überweisungen, per Lastschrift, mit gängigen Kreditkarten wird es kein Zahlungsmittelentgelt mehr geben. Das führt auch zu mehr Transparenz beim Preisvergleich. Ja, Herr Pitterle, Sie haben das richtig erkannt. Bares, nur Bares ist Wahres. Das ist nur manchmal im Internet etwas schwierig. Mehr Verbraucherschutz schaffen wir aber auch für alle Bankkunden. Die Rückbuchung von Lastschriften wird verbraucherfreundlicher ausgestaltet. Gleiches gilt auch für die Haftung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen, zum Beispiel beim Kreditkartenmissbrauch. Auch diese Neuregelungen kommen Verbraucherinnen und Verbrauchern zugute. Wir werden die anstehenden Beratungen dazu nutzen, um die noch offenen Fragen zu klären. Wir werden uns intensiv austauschen mit Experten, mit den betroffenen Verbänden, mit Verbraucherschützern. Dabei steht für uns im Vordergrund der sichere Zahlungsverkehr, ein hoher Datenschutz und verbraucherfreundliche Lösungen. Gleichzeitig wollen wir aber auch Raum lassen, Raum für weitere Innovationen im Bereich des Zahlungsverkehrs, für neue kundenorientierte Dienstleistungen und für zusätzliche Arbeitsplätze in diesem Bereich in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias Haue. Und der letzte Redner.